Nachdem ich mich die letzten 3 Wochen in Europa rumgetrieben habe, auf der Suche nach neuen Alpen, gehen wir heute mal wieder über den großen Teich, um uns eine Platte ein bisschen genauer anzugucken. Taucht mit mir ein in die Band Slow Thrust und ihr spannendes Album The Pact. Das ist eine Band, die ich letztes Jahr über das Album Everyone Else kennengelernt habe und in diesem Zug auch vorgestellt habe. Den etwas älteren Beitrag habe ich euch auch nochmal verlinkt. Das war aber schon bereits die dritte Scheibe der Band, die sich peu à peu nach oben gearbeitet hat und auf diesem Album, also Everyone Else, mit kratzigen Gitarren überzeugt hat. Slow Thrust haben sich nämlich eine der beliebtesten Musikgenres der 90er verschrieben, und zwar dem Grunge. Schwere Gitarren und irgendwie düstere, schwerfällige Rhythmen im Stil von Alice Chains und Soundgarden etc. Aber das Ganze wurde irgendwie immer so ein bisschen modern eingepackt und vor allem mit einer Frauenstimme versehen, welches zumindest für die bekannte Eisbergspitze des Grunge-Genres sehr, sehr ungewöhnlich ist. Sängerin Lea spielt übrigens auch die meistens sehr, sehr geile Gitarre und begleitet wird sich von Kyle am Bass und Will am Schlagzeug. Slow Thrust sind also nur zu dritt und legen als Power-Trio eine ganz schön fette Soundwand irgendwie so hin. Auf The Pact ist das aber alles so ein bisschen anders als auf den sehr rockigen Vorgängern. Es gibt da eine sehr schöne Aussage der Band, die ich der Besprechung noch kurz vorschieben möchte, weil das einfach so viel über das Album aussagt. Und zwar meinte Sängerin Lea, dass sich die Truppe zum ersten Mal erlauben konnte, öfters Ja als Nein zu sagen, und meint das quasi in Bezug auf musikalische Ideen und Sounds, die man auf dem Album hören kann, die eben Slow Thrust verwirklicht haben sozusagen. Und ja, das ist tatsächlich so. Während die 3 Platten davor so ziemlich straighte Grunge-Rock-Scheiben waren, gibt's hier auch klar andere Klänge und irgendwie andere Inspirationen. Also, es gibt einfach nicht nur E-Gitarren, Bass und Schlagzeug. Schon die Single und der Album-Opener Double Down zeigt mit leicht elektronischen Drums und einem Mini-Synthi bzw. so Pfeif-Phil, dass der ohnehin schon moderne Neo-Grunge von Slow Thrust hier quasi noch einen Schritt weitergeführt wurde. The Haunting ist dann zum Beispiel sehr ruhig und wird wie der Beginn von Birthday Cake oder eigentlich jedem anderen Track im Mittelteil des Albums von der Akustikgitarre getragen, was man so von der Band eigentlich auch eher weniger kennt. Ruhige Songs, ja. Die gab es irgendwie, aber dass die eben nicht schwerfällig sind und von so einer Lagerfeuergitarre gestaltet werden, das ist tatsächlich auf The Pact neu. Auch neu sind die sphärischen Untertöne, also so atmosphärisches Gitarrengeschrubbel, was man eher so aus dem Post-Rock oder Shoegaze kennt und was so ein bisschen quasi ja, die Wand des Hintergrunds sozusagen ausmalt. Und das erweitert Songs wie zum Beispiel Walk Away oder On My Mind. In letzterem ertönt dann am Ende auch gar ein Blasinstrument, wie auch im tollen For Robin, welches neben den Trompeten sogar auch noch Klavier verpasst bekommen hat. Ihr hört also schon, hier ist viel los, da wurde einmal die ganze Instrumentenriege durchgespielt und da bleibt natürlich eine ganz, ganz große Frage. Die Antwort ist fantastisch. Obwohl die Platte teilweise ein bisschen wild durchmischt ist und irgendwie eher wie so ein Mixtape wirkt, ist The Pact die perfekte Weiterentwicklung von Slow Thrust. Das hat 3 Gründe bzw. 3 Sachen, die das bedingen. Der erste ist, die Band hat einfach ein verdammt gutes Gespür für Melodien. Egal ob jetzt in Peach, The Haunting oder For Robin, mir läuft da häufig ein Schauer irgendwie der Schönheit über den Rücken aufgrund dieser wunderbaren, ja, zusammengesetzten Noten quasi. Der zweite Grund ist, dass trotz dieser Weiterentwicklung, die definitiv auch eine kleine Hinwendung zum Pop und vielleicht auch zur Massentauglichkeit ist, bleiben Slow Thrust quasi ihren Ursprüngen, also dem Grunge, treu. Zum Beispiel gibt es da diesen dritten Track, Planetarium. Das ist ein wildes Geschrammel mit Instrumental-Soli und wirklich das allerletzte, was irgendwie für so etwas wie Ausverkauf sprechen würde. Gleiches gilt auch für Fever Dogs, was irgendwie so sehr eingängig anfängt und dann aber wirklich so ganz, ganz bizarr und weird wird. Aber selbst in den sehr eingängigen und vielleicht auch seichten Lieder, die es auf jeden Fall gibt, verstecken Slow Thrust immer so kleine Details, wie jetzt zum Beispiel die Fassgitarre in New Red Pants oder die vielen sensationellen Bassläufe, entweder quasi als Lead-Instrument wie in Birthday Cake oder versteckt im Hintergrund wie in Walk Away und vielen anderen Liedern. Also das ist wirklich irgendwie, macht einfach auch das Album aus. Und der dritte Grund, der irgendwie dafür spricht, dass das irgendwie eine richtig geile Scheibe ist, ist der Sound. Der ist einfach bombastisch. Selten ist mir das bei einer Platte irgendwie so positiv aufgefallen, aber wie einfach im ersten Song Double Down erst der verzerrte Bass über den Bassdrum-Beat sozusagen reinhaut und dann später diese unglaublich abgefahrene Grunge-Gitarre reinhaut, das ist ganz groß und bringt von Anfang an irgendwie einfach was Wahnsinniges, Bombastisches mit.
Ich habe die Momente teilweise eh schon erwähnt und sowieso schon sehr viel geredet, deswegen hier jetzt ganz kurz. Der gesamte erste Song Double Down mitsamt dem geilen Musikvideo gehört für mich einfach zu den Highlights des bisherigen Musikjahres. Das ist wirklich die perfekte Mischung zwischen Pop und vielleicht ein bisschen Mainstream und irgendwie was Dreckigen wie Grunge. Dann sticht auf jeden Fall Planetarium mit seinen spaßigen Soli auch nochmal heraus und das etwas langsamere, coole For Robin mit dem frischen und anderen Sound und für mich auf jeden Fall das wirklich, wirklich, wirklich berührende Walk Away. Das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Track und eine ganz, 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 ganz coole und tolle Ballade. Durch eben diese angesprochene Vielseitigkeit ist The Pack auch viel variabler einsetzbar und bietet eine längere Halbwertszeit. Die vorigen Scheiben haben mir auch super gefallen, aber ich finde, dass man die aufgrund dieser Schwere halt auch nur in ganz bestimmten Momenten hören konnte und irgendwie zu sich nehmen konnte. Und hier ist das viel offener. Es geht eigentlich sogar zum Frühstück oder in der Mittagspause zum Sporten und irgendwie natürlich auch ein bisschen zum Tanzen. Und so macht sich die Platte auf jeden Fall dazu, eine meiner Favorites des Herbstes zu werden. Ich hoffe, euch gefällt diese coole Band auch. Und verabschiede mich damit bis in die nächste Woche. Da, liebe Freunde, gibt's mit Metric eine meiner absoluten Lieblingsbands zu hören. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin viel Spaß mit Slow Thrust und The Pact.